Guten Morgen, na? Habt ihr ausgeschlafen, ihr Penner? Ich bin original heute früh so aufgewacht. Oh my God, bro. Oh, hell no. Und mit noch ein bisschen Kruste in meinen Augen. So richtig abgefuckt und widerlich. Mach, weil ich war gestern den ganzen Tag wandern mit einem Homie und der ist einfach fast die Berge runtergefallen. Real talk. Aber naja, das ist eine andere Story. Of how fucked up is fucked up. That's fucked up. And that's fucked up. And, fuck. Warum? Wieso macht sie das? Wieso steigt sie nicht einfach über den Schlauch? Hä? Women. Das macht wirklich gar keinen Sinn. Was geht denn bitte in ihren Kopf ab? Food time. Was für Foodtime? Für den Typen, der das gemacht hat, heißt es jetzt Endkampf. Weil wenn seine Mutter das sieht, verwandelt sie sich in einen Endboss und macht es sich zur Aufgabe, ihn auseinanderzufetzen. Was hat er mit dem Ofen gemacht? Was hat er überhaupt vor? Das war doch klar, dass der komplette Ofen auseinanderzerbombt dabei. Don't ever let him cook again. Und wieso war die Pizza überhaupt noch in Plastik? Hä? Naja, immerhin ist die nicht runtergefallen. Bro, was war das bitte für ein Prank? Der wird nie wieder irgendjemandem helfen. Er dachte sich, ja, yeah, komm, eine gute Tat heute. Ich rette den mal vom Ersticken und dann... Das nächste Mal, wenn jemand wirklich vor ihm erstickt, guckt er einfach nur zu, weil er denkt, dass er wieder geprankt wird. Gottlos, wirklich. Das ist der Grund, wieso Leute heutzutage Vertrauensprobleme haben. How to treffen Phoebe auf der Gamescom. Schlange anstellen. Vordrängeln. Junge, wieso fotografierst du sie so wie ein Creep? Wie so ein Stalker? Und wer drängelt sich eigentlich vor auf der Gamescom, um seinen Lieblingsstreamer zu sehen? Das machen nur die, die auch Moderator auf ihren Discord sind. 100% ist ja Discord-Moderator von ihr. Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen. Foto machen. Süß, die beiden. Wirklich knuffig. Süß, wirklich. Und so wie der abgeht, ist er 100% verliebt in Phoebe. Er hat safe Crush auf sie. Er stand doch genau so neben ihr. Ich will echt nicht wissen, was er noch so gemacht hat mit dem Autogramm. Ihr kennt doch alle diesen TikTok-AI-Filter, wo ihr so ein Bild habt und die das dann halt in irgendeine coole AI-Version ändert. Sieht ungefähr so hier aus. Und ja, schaut mal, was bei dem Kollegen so rauskam. Oh mein Gott, diese TikTok-AI ist gottlos unterwegs. Holy shit, ist das ehrenlos. Der Arme wollte doch nur ein cooles Video von sich machen und wurde so behandelt. Was ein Disrespect. Neulich auf so einem Autotuning-Treffen bin ich auf das hier gestoßen. Holy shit. Got a fountain. I just walked up to it. It got fucking fish in it. Imagine when this was barreling down there. The 805. This shit is what? This shit gonna be flying. Was? Wie kann man einen Teich mit fließendem Wasser in seinem Auto haben? Und sogar Fische. Lebende Fische schwimmen da drin. Andere Leute haben so dicke Soundsystem im Kofferraum und er hat einfach Ökosystem da drin. Und sag mal, was passiert eigentlich, wenn du mit 100 km/h über so ein Teil hier fährst? Oh my God, that's Taylor Swift. Oh my God. Excuse me, I'm sorry, are you Taylor Swift? Oh my God. Can I take a picture? I'm so sorry for bothering you. Can I please take a picture? Thank you. Moment mal, das ist nicht Taylor Swift. Das ist Taylor Swift. Und wer ist das? Du hast komplett verkackt, die Arme sieht ihr gar nicht ähnlich. Lass sie doch normal ihren Tag genießen, was für Taylor Swift. Wieso musst du sie so abf***en? Die hat doch selber gar keinen Bock drauf. Los Kevin, komm Kevin. Ja. Tor. Mach einen Jubel, hier in die Kamera. Hier,
Jubel? Ja. Ich habe am Anfang gedacht, er macht jetzt den Ribéry-Jubel. Kannst du noch einmal mit der Schale in die Kamera jubeln? Jubel! Lil Bro hat sich safe wehgetan. Er ist perfekt und straight auf dem Rücken gelandet und man sieht am Ende, wie er versucht, den Schmerz mit Lachen zu überspielen. Innerlich, er ist am Heulen, weil er denkt, er hat sich gerade den Rücken gebrochen. Erinnerung 9/21/2022. Okay, lass mal sehen, was du so für schöne Erinnerungen an diesen Tag hast. Das Besondere an dir ist, dass egal wie... Wow, 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 wait, 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 hold up. Was ist das denn? Alles gut mit dir? Sag mal ehrlich. Alles gut? Wieso? Also, ich check ja so, dass man seine Haustiere, so seine Katze oder Hund gern hat, aber dein Pferd? Du hast das bisschen zu lieb. Das ist ein bisschen too much. Das geht einen Schritt zu weit. Das ist echt sass. Was soll das? Pferdemädchen at its best. Ich kann das alles nicht mehr. Ich weiß nicht, aber Pferdemädchen sind irgendwie immer weird. Und wenn das nicht Beweis genug ist, dann weiß ich auch nicht. Did you shave your head and eyebrows off for a chance to win 2K? No? No? Alright, boss. Did you shave your eyebrows and head bald for a chance to win $2,000? $1, 2K? Oha, er kann einfach 2 Racks gewinnen und muss sich nur die Haare dafür schneiden. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das machen würdet. $1, 2K? I don't know. Yeah, it's a 50-50 shot. You have the cash? Komm schon, versuch dein Glück, als ob du am Ende auf $1 landest. Das wird doch safe nicht passieren. The money's on him, bro, so what do you think? For $1. 50-50 shot. Let's do it. Yeah? Yeah, let's do it. Hell yeah. Let's go. Alright, let's get it, brother. Oh shit. Oh nah, this razor's going crazy. Okay, du siehst echt aus wie ein Haufen Müll. Wie ein geisteskranker Psychopath. Sogar mit diesen Augenbrauen noch weg. Du wurdest echt auseinandergenommen. The brows. The brows? The brows. Alright, brother, take a spin. Here we go again. Oh, oh fuck. Bro, you really f my hair up, bro, for a dollar. Uff. Ach du Scheiße. Das alles umsonst. Also nicht umsonst, er hat ja $1 bekommen, aber... Scheiße, das ist safe einer der schlimmsten Tage in seinem Leben für ihn. Er hat sich innerlich schon ausgemalt, was er sich kauft mit den $2,000. Und jetzt bekommt er $1. Was soll man sich damit kaufen? In den USA bekommst du ein Kaugummi dafür. Nicht mal so eine Packung, sondern nur ein Stück. In seinem Kopf ist das schon so hoch geflogen und dann so tief gefallen. Damn. Alright, bro. You got the dollar? Alright. Sorry, I didn't have any bills. Nein, Mann. Sogar noch in Münzen. Ach du Scheiße, wurde er gefickt. F für den armen Bruder. Hashtag ASMR. Hashtag eating. Hashtag yummy food. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schnell seinen Dürum vernascht hat. Was überhaupt für ASMR? Wer liegt abends im Bett, schaltet sich das ein und schläft dabei entspannt ein? Kaut die überhaupt? Was passt da alles rein? Sie hat persönliches Problem mit dem Dürüm, das merkt man. Die will den einfach nur zerfetzen und vernichten. Eine Minute 15 für dieses Monsterteil? Wow! Bist du Single? Bekomme ich deine Nummer? Bitte, lass zusammen ein ASMR-Video machen. Und falls ihr Lust habt, dass ich auch mal so ein ASMR-Video mache, dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Los, let's go! Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Peace!